Willkommen zurück zu One Piece Kaizoku Musou 2. Im letzten Part waren wir mit ich muss lügen. Wie waren wir denn? Ich habe so gerade noch eben ich weiß echt gerade nicht. Genau, mit Garp waren wir unterwegs, haben Robin besiegt. Heute ist Franky dran. Ich habe dieses Mal die Kostüme gekauft für Buggy, für Aokiji, Crocodile. Das sind erstmal die Großteil der Kostüme. Heute nehmen wir mal wieder Nami, die hatten wir lange nicht mehr gehabt. Und reden über das Spiel ein bisschen. Denn es sind viele Fragen gekommen, die ich mal jetzt ein bisschen beantworten möchte und noch vieles mehr. So, dann schauen wir erst mal Nami. Habe ich erstmal schon auf Level 30 gebracht. Das ist eine Level 6 Mission. Wir haben Zoro. Ich würde sagen, wir machen es uns jetzt mal ein bisschen schwieriger. Statt uns einen Partner zu suchen, nehmen wir jetzt mal Eki lieber. Damit es wir also einen Partner haben, der einmal kurz auftaucht, eine Attacke macht und dann sich wieder verpisst. So. Dann würde ich mal sagen, es kann mal direkt losgehen. Oh, ein Alabaster. Ach, das ist diese Map. Interessant. Nun gut, wie auch immer. Ich muss jetzt mal kurz ein bisschen reinkommen mit Nami. Welche Attacke so das Beste wäre. So, egal. Auf jeden Fall sind Fragen aufgetaucht. Meine Güte, die Gegner nerven mich jetzt. Die erste Frage ist von Ruffy, das DLC mit den Z-Klamotten. Das gibt es automatisch, wenn ihr euch das Spiel kauft. Dann habt ihr automatisch im Spiel dabei, oder solltet ihr. So hatte ich es auf jeden Fall, einen Code in der Verpackung. Gebt ihn einfach im Store ein und habt ihr das DLC von Ruffy in den Z-Klamotten. So viele Leute soll ich besiegen. Thunderbolto Tempo. So, die nächste Frage war, wenn wir denn, die hatte ich gerade noch gehabt. Und zwar, ob ich ich hab's vergessen. Ich hätte es mir echt mal aufschreiben sollen. Ob ich die anderen Herausforderungen machen. Ich meine, das habe ich schon bereits beantwortet, aber ich mach's nochmal. Ich kann es leider nicht machen, weil ich auf dem japanischen Store kein Geld drauf habe. Also kein Yen. Und ich wüsste auch so jetzt nicht, wo ich die herkriegen sollte. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ganze. Ich hätte es gerne gemacht, nämlich. So, jetzt mal hier ein paar Attacken reinhauen. Naja. War nicht gerade viel, aber jetzt kommt man Eggy dann mal lieber. Amaribandachi. Was das denn? Gut, wie auch immer. Was gab's noch? Genau, was ich jetzt als nächstes Projekt starten werde. Denn von One Piece gibt's ja nicht mehr viel. Ich hatte da schon sowas in Aussicht. Ich will euch nicht, noch nicht verraten, was es ist. Aber es ist einer der größten Anime. Aus den Anime-Serien. Einer der größten Serien. Also es gibt zum Beispiel Naruto, One Piece. Und aus diesen Dingern werde ich ein Spiel Let's Playen. Ihr könnt gespannt sein. Also ich freue mich schon tierisch darauf, auf das Spiel. Das wollte ich eigentlich schon damals zuerst Let's Playen, bloß dann kam Kaizoku Musou 2 und dann dachte ich, komm, mach ich doch lieber das Spiel. So, zeigen wir unsere zweite Musou-Attacke. Ja. Auf jeden Fall werden die besiegt. So, hauen wir noch ein bisschen hier drauf. Oh, Franky ist schon da. Das ging ja mal schnell.
So, euch will ich wenigstens noch schnell mal besiegen. Und gut ist. Ich muss sagen, die passen eigentlich gut zusammen. Und hier ist Smoker. Was macht der denn hier? Besiegen wir ihn nochmal schnell, weil sonst ist es wieder so ein kurzer Part. Thunderbolt Tempo. Wo ist denn Smoky? Da. Hä? Smoky. Smoky, ne? Ach ja, und mir wurde noch gesagt, und zwar, ich kann so nach hinten springen. Ist das bei Nami das nach hinten springen? Okay. So, ihr nervt mal jetzt hier tierisch. Ich danke sehr für den Tipp. Weil das hat mir doch sehr geholfen. Na gut, so. Naja, naja, doch, doch, doch. Das zog schon ziemlich viel ab. Können wir ihn noch treffen? Gut, wir konnten ihn noch treffen. So. Das war also Vizadmira Smoker enttäuschend. Nun gut, gehen wir zu Cyborg Frankie. Oh, diese Map finde ich so geil. Auch diese, die Aussicht finde ich geil. Der Himmel, die Wolken. Schön. Wäre schön, wenn sie sich noch bewegen würden, aber... Naja. Nach ganzem finde ich das Spiel, es ist... klasse geworden. Ich kann es euch wirklich nur jedem empfehlen. So, mache ich euch jetzt hier fertig. Nun gut, wo haben wir Frankie? Na toll. Die Moser braucht nur ein paar Leute hier für sie. Macht aber nichts. Oder? Naja, ist ein Modus. Wir können immer noch hier diese Attacke machen. Meine Lukto. Und wir können ja... Ja, toll, bringt's ja. Huch. Ich kann eine Wolke erzeugen? Das will ich mal kurz sehen. Oh, klasse. Ich kann wirklich eine Wolke erzeugen. Im ersten Mal war es so, ich mache ja nur diese Blitze. So, die Gegner nerven jetzt hier gerade tierisch. Ja, Frankie. Warum kann er schon wieder im Modus? Ungerecht. So, ich muss ihn irgendwie so treffen. Hauptsache, ich berühre ihn nicht. Ach komm. Ein schöner Blastus Solo sollte ausreichen. Oder auch nicht. Ja, ja, schön. Schmeiß mich die Piraten erstmal da rein. Für wen haltet ihr euch? Oh, der setzt das schon wieder ein, dein Ernst? Kann ich eigentlich jetzt mit dem Blasto Solo treffen? Okay, es bringt nichts. So, Frank, jetzt bist du nämlich am Arsch. So, das war auch Frankies Geschichte. Dass wir nicht noch einen hinten draufsetzen können. Bisschen blöd, natürlich wenig Gegner besiegt. Ungefähr noch 300 etwas hätten gefehlt. Dann hätten wir es auch geschafft. Nun gut, wir haben es besiegt, da sind wir halbwegs. Und meine Kronjuwelen kann man im Hintergrund sehen. Ha, ha, ha. Ah, ein schlechter Witz. Ja, ja, ich weiß. Nun gut, wir haben auch Kathy Frams Geschichte. Ja, so eine kleine Mini-Geschichte kann man es so vielleicht nennen. Ja. Haben wir auf jeden Fall auch geschafft. Ecke Zugluft haben wir gelevelt. Zu seiner Geschichte werden wir übrigens auch noch bald kommen. Wir werden jede Geschichte machen. Stück für Stück, ich werde übrigens das wahre Ende, nenne ich mal so. Also zwei Episoden, die noch da sind, ein Fragezeichen, werde ich auch noch machen. Wie man die freischaltet, kann ich euch gerne mal erklären. Aber ich werde es euch erklären, wenn die Zeit gekommen ist. Leider ist sie noch nicht gekommen und ja, das Ende für diesen Part ist leider auch gekommen. Leider, leider, leider. Ich würde sagen,
sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao!